hänge ich hier beim Filmen. Bei uns geht's wieder rund. Und zwar trotz so Lala-Wetter aufs Kragenjoch. Und danach vielleicht noch irgendwas dran, je nachdem, wie lang es uns eben hält. Ja, erstmal Darkside runter, das stimmt. Ah, es zahlt sich die lange Übung, aber langsam so gehörig aus. Sehr geil. Kommen wir vom Joch Darkside. Ja, wir schon mal einen Block gehabt. Jetzt haben wir schon zwei Drittel geschafft. Ja, ein bisschen mehr schon. Ha. Bisschen mehr. Sind wir schon in der Alm herum gewesen. Aber ab hier zieht sich das Gefühl. Ja, jetzt sind wir hübsch weit oben schon. Das sind 100 Höhenmeter. Ha. Und ja, beim besseren Wetter ist da oben wirklich schön. Gute Aussicht auf den Innen und das Innere. Schaut echt cool aus. Ja, dann haben wir eher ein bisschen so Hangnebel, Hangwolke. Wir filmen ja nicht nur bei schlechten Tagen. Ja. Aber heuer haben wir gar keine Wahl. Nein, eher nicht. 80% ist irgendwie schlecht. Das ist ein Mauer, da weiß ich. Danke, fühlt sich wohl. Der hat ja ein Wasser groß gemacht. Ja. Und bei dem Wetter die Hand nochmal, die kriegst du Gaudi. Geht schon? Ja, läuft. Ja, super. So, jetzt sind wir am aussichtsreichsten Punkt der Tour. Macht man gar nicht, gell? Oder? Ja. Nicht wirklich. Also die Tour ist mehr, wenn es ein bisschen bewölkt ist. Also wenn es jetzt wirklich top Fernsicht hat, braucht man nicht unbedingt fahren. Und da geht es ja gleich schon los, oder? Petra hat da eine Schanze schon gesichtet. Mhm. Und wie die jetzt gleich nochmal fahren, hat es gesagt zu mir, oder? Was hast du da gesagt, Petra? Dass die komplett zerfallen ist, ja, und man die nicht fahren sollte. Genau. Das heißt natürlich für uns als Tiroler, da musst du drüber hupfen, du musst beweisen, das kannst du. Mhm. Ja, passt. Dann sehen wir uns im Trail, oder?
Berglang. Mit viel Wasser. Ja, und viel Leute. Ein Haufen Leute in Madrid, aber kein Spitzel, oder? So, sind wir in der Kunde Klang drin. Jetzt 60 ist ein bisschen, wie es dazugeht. Das Ganze ist recht schmal, aber recht cool. Und es sind immer wieder solche Durchfahrten drinnen. Da ist jetzt eins auf Steuern, weil da vorne ein Tunnel. Das ist wirklich cool zum Fahren. So, sind wir wieder da. Da geht es jetzt in den Stollen rein. Die Dinger fährt vor. Kann überall durchfahren. Und da macht jetzt eigentlich die Klamm dann mehr auf. Und wird ein bisschen breiter. Aber relativ steil die ganze Geschichte. Der Martin geht von einem Grund zum nächsten. Das glaube ich heute der 5. Aber herrlich, das macht es super toll. 5 Grad. Und jetzt kommt auch endlich die Sonne raus. Obwohl es wegen gemeldet ist im Moment. Ja, es lohnt sich also immer rauszufahren, ja. Weil man weiß nie, was kommt.